Nicht alles ist reibungslos abgelaufen. Heuer hat der Herr Smudic gesagt. Was war das genau? Naja, gerade als Vertreter der Vikings dürfen wir mal erwähnen, dass wir sicher ein Highlight in dieser Saison gesetzt haben. Wir sind, glaube ich, das erste Team und auch das einzige Team, das in einer Saison zu 4 Ausschlüssen gekommen ist. Inwieweit die jetzt alle gerechtfertigt waren oder nicht, ist mal egal. Es waren die Entscheidungen. Wir sind auf der anderen Seite durch diese ganze Situation auch drauf gekommen, was es bei den Rahmenbedingungen noch zu verbessern gibt. Also angefangen davon, dass man vielleicht ein paar Situationen in der Wettspielordnung überhaupt noch nicht angedacht hat, weil es bisher auch nicht schlagend war. Aber ich meine, wir sind jetzt an dem... Schlagend im wahrsten Sinn des Wortes. Nein, also es ist nie wirklich gewalttätig geworden. Nicht wirklich. Aber also, wir müssen uns auch bewusst sein, wir spielen einen Staatsmeistertitel aus und von daher ist dieses wir sind alles gute Freunde und spielen einen schönen Sport, das muss man halt ein bisschen neu überlegen. Also wir verstehen uns zwar gut, aber am Spielfeld sind wir doch Gegner. Und eben angefangen von der Schiedsrichtersituation mit Teamschiedsrichtern, das ist auf jeden Fall etwas, wo man in die Zukunft hin was weiter oder wo wir dankenderweise Entwicklungspotenzial noch haben, das wir in Zukunft umsetzen können. Man sieht es auch am heutigen Spieltag, wo eben nur lizenzierte Schiedsrichter am Platz stehen und da eben auch bewusst diese Einteilung gewählt wurde, dass kein etwaiges irgendwie Ex-Nahe-Verhältnis oder aktuelles Nahe-Verhältnis gegeben ist. Fleckreferent sieht das ähnlich, dass hier Adjustierungen vorzunehmen wären, eventuell? Ja, wünschen da man schon seit Jahren bessere Schiedsrichterleistungen. Die Problematik ist heuer wesentlich weniger als in den Jahren zuvor. Wir haben, ja, da stößt uns so viele Fragen. Wir haben früher noch viel größere Schiedsrichterproblematik gehabt von der Quantität. Die Qualität ist nach wie vor Verbesserungspotenzial vorhanden, das ist keine Frage. Christian, es hat halt euch ein entscheidender Spieler gefehlt. Einen eurer Lieblingsgegner. Wie weh tut die Niederlage in Overtime? Also ich habe leider das Spiel zu wenig gesehen. Kann nur sagen, also wir haben die Saison jetzt, weiß nicht, 4-5 Mal gegen die Dragons gespielt, haben 3-4 Mal davon gewonnen, haben heute die erste Niederlage gefeiert. Natürlich tut das Fehlen eines Spielers, wie es der Tobi Oberzeller ist, tut weh. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, die Vikings sind in den letzten Jahren ein bisschen einen neuen Weg gegangen. Wir haben lange Zeit immer so ein Saisonenspieler gehabt, die dann das Team wieder verlassen haben und voriges Jahr mit dem irgendwie gebrochen. Sind von daher, von der ersten Saisonhälfte, komplett fasziniert gewesen und fast ein bisschen überrascht, dass wir wirklich um den oberen, in den Kampf mitgespielt haben, um die Playoffs zu kommen. Haben es leider vor ca. einem Monat hier in der Ravelin vergeigt. Und ja, also das ist aber auch der Weg, den wir weitergehen wollen, dass wir ein fixes Stammteam haben und da rundherum eben Spieler dazu gewinnen. Wie man auch sieht bei den Coms, also seitdem ich Flag Football spiele, ist das Team der Coms mehr oder weniger konstant geblieben. Das ist sicher ein Weg auch zum Erfolg. Batterieausgang. Nein, ich hab noch Batterie, das ist mein Handy gehabt. Ich drunter. Jetzt hat alles vibriert. Frage an jeweils die Teams. Wenn der MVP nicht aus eurem Team kommt, wen würdet ihr als MVP dann? Wer käme dann für euch als MVP, der nicht aus eurem Team kommt, in die Frage? Für uns eindeutig der Boris Rezepavic. Wir haben ihn auch gewählt bei der MVP-Wahl, da jetzt offen sagen, weil für uns eher die Vipers
sehr überhaupt dorthin gebracht hat, wo sie hingekommen sind. Sie haben den zweiten Platz erreicht heuer, es war doch ein bisschen überraschend. Und von dem her haben wir uns dazu entschlossen, in den Preis einzugehen. Ja, ich kann jetzt eigentlich nur für mich selber sprechen, weil wir das teamintern auch ja, nicht jeder für sich das dann irgendwie weitergeleitet hat an Philipp. Ich bin nur für mich ein Kandidat auf alle Fälle, der Robert von den Cons. Der Robert Riedl. Und ja, andererseits muss ich ja sagen, der Stefan Schink von den Indians, der einfach wieder Sack. Eine Wahnsinnsleistung braucht, obwohl er eigentlich noch nicht so lange spielt und auch im Nationalteam irrsinnig stark gespielt hat. Also ich finde, dass man gerade auch bei der MVP-Wahl immer wieder auch Verteidigungsspieler da auch nicht ganz vergessen darf. Die zwar keine Punkte machen, aber die für das für Team, für den Erfolg eigentlich irrsinnig wichtig sind. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Danke.